Tu, was du willst. Soll sein das ganze Gesetz. Dann beginnen wir am Anfang. Wer aber ist dieser Aleister Crowley? Immer wenn das Wort Satanismus fällt, taucht der Name Aleister Crowley auf. Aleister Crowley wurde 1875 in England als Kind einer strenggläubigen Sektenfamilie, die der Johannes-Offenbarung anhing, geboren. Seine Kindheit war von den Begriffen das Tier 666, die Hure Babylon und dem Antichristen stark beeinflusst. 1904 will er in Kairo nach Studium altägyptischer Mythologien durch Offenbarungen eines übermenschlichen Wesens ein Gesetzbuch des neuen Zeitalters, das Liber Alvel Legis, geschrieben haben. Finger weg! Meine magischen Tagebücher sind nicht für Blinde gedacht. Sie enthalten alle Riten, alle Sakramente der sexuellen Magie. 1912 wurde er Mitglied des durch den deutschen Theosophen Hartmann gegründeten Ordo Templi Orientis, OTO, dessen Leitung er später übernahm und dessen Gesetz lautet, tu, was du willst. Tu, was du willst, soll sein das ganze Gesetz. Unter diesem Anarchieprinzip gründete er 1920 in Cefalu auf Sizilien die Abtei Telema. Hier wurden sexuell-religiöse Orgien mit Tieropfern gefeiert. Es soll auch zu Menschenopfern gekommen sein. Mussolini wies ihn 1923 aus. 1925 tauchte er in Thüringen auf, um dort den Telema-Orden in Deutschland zu gründen, der aber bald nach Hitlers Machtübernahme verboten wurde. Crowley interessierte sich schon früh für alles Okkulte und trat mit nur 23 Jahren der Order of the Golden Dawn bei. Später auch der Ordo Templi Orientis und den Freimaurern. Nach einer Ägyptenreise schrieb er sein berühmtes Buch des Gesetzes, welches das zentrale Werk seiner Lehre, genannt Telema, wurde. Telema ist eine wirre Mischung aus vielen esoterisch-okkulten Bestandteilen, zusammen mit einer gewaltigen Portion Sex und Drogenkonsum. Man kann in gewisser Weise sagen, dass die Hippie-Bewegung, mit ihrem Slogan, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, die profane Umsetzung der Lehren Crowleys war. Besonders hervorzuheben sind die Einflüsse der Kabbala auf Crowleys Ansichten. Crowley ging zurück nach England, wo er 1947 rauschgiftsüchtig und geistig umnachtet starb. Crowley unter starkem Drogeneinfluss Gespräche mit Außerirdischen herbei halluzinierte. Hier sehen wir seine Zeichnung eines Außerirdischen, genannt Lem. Es ist der Ursprung des modernen Grey Aliens, das aus der UFO-Szene gar nicht wegzudenken ist. Der ganze Alien-Wahn, der mit dem Roswell-Crash 1947 begann, ist nach Meinung der Autoren nichts als dummer Hokuspokus, der den leichtgläubigen Massen vorgegaukelt wird. Aleister Crowley, der Satanist, der behauptet, er sei das Beast 666, wie ich eben erwähnte. Er behauptet, dass er Kontakt hätte zu einer Art von Aliens mit dem Namen Lamb. Und dieses Lamm, mit dem er in Kontakt trat und Botschaften empfing, hat er gezeichnet. Diese Zeichnung, die er gemalt hat, deckt sich extrem gut mit den üblichen Darstellungen der Grey Aliens. Heute nennen sie sie Engel oder Dämonen, morgen werden sie sie anders nennen. Aleister Crowley. Er hinterließ diverse Schriften, in denen er sich besonders mit Blutopfern beschäftigte. Blut bedeutet Leben und damit Energie. Für die höchste spirituelle Arbeit muss man dementsprechend das Opfer wählen, das die größte und reinste Kraft in sich birgt. Ein männliches Kind von vollkommener Unschuld und hoher Intelligenz ist das befriedigendste und geeignetste Opfer. Dies also ist Crowleys Credo. Tue, was du willst. Und Crowleys Gedankengut lebt weiter. Die höheren Geheimnisse, so wie zum Beispiel, wie man jemanden töten kann, mit nur einem Blick, wird das Evil Eye genannt. Der magische Name dafür ist Enhara. Auf einer Tonaufnahme, die 1921 gemacht wurde, können wir den britischen schwarzen Magier und Teilzeitagenten Aleister Crowley hören, wie er den gefallenen Dämonenengel Azrael beschwört. Oh,
Und wer war der mysteriöse Bruder H? Niemand anderes als der Gründer und Erfinder der neuen Kultreligion Scientology, Ron Hubbard. Der Ordo Templi Orientis hat seine Zentrale in New York in den USA. In Deutschland ist der OTO seit 1992 beim Registergericht in Aachen als eingetragener Verein mit Antrag auf Steuerbegünstigung wegen Gemeinnützigkeit registriert. Für alle Mitglieder ist das Liber Alvel Legis, das Buch des Gesetzes, verbindlich. Neben Büchern über Magie und allem möglichen esoterischen Unfug verfasste Crowley auch Gedichte. Eines trug den Titel The McQueen. Jimmy Page, Mitglied der Rockband Led Zeppelin, kaufte nicht nur das Haus Crowleys am Loch Ness. Er erwähnte eben dieses Gedicht auch in dem berühmten Song Stay Away to Heaven. Crowley war es, der seinen Jüngern in seinem Buch Magic den Rat gab, rückwärts zu denken. Dies sollten sie erlernen, indem sie phonographische Platten rückwärts abspielten. Wenn man die Passage aus Stay Away to Heaven, in der die May Queen erwähnt wird, rückwärts abspielt, kann man Folgendes heraushören. Natürlich ist das Ganze recht undeutlich und man läuft Gefahr, Dinge zu hören, die nicht da sind. Aber aufgrund der inhaltlichen Nähe des Vorwärts- wie des Rückwärtsteils und der deutlichen Schlagwörter wie Satan und 666, denken wir, dass dies gewollt ist. Jay-Z, H to the Izzo, V to the Izze, Jehovah God, that's what he calls himself. He believes that he is God. This brother has a very disturbing message in this song. Listen. 666. Murder, murder, Jesus. Wir fanden heraus, dass Satanismus international verbreitet ist und dass es Verbindungen zwischen den Gruppen gibt. So innerhalb von Großbritannien, von einer Stadt zur anderen, aber auch nach Europa und Amerika. Es ist viel Geld involviert. Die Finanzierung wird durch Pornovideos, Drogen und Waffenverkäufe gewährleistet. Aber auch im Musikgeschäft hat Satan Einzug gehalten. Die Londoner Band The Devoted Man weiß um die Anziehungskraft von Rockmusik auf Jugendliche und wirbt Mitglieder für ihren Orden Tempel des Olymp mit ihren Konzerten. Auch wenn sie nicht für obskure religiöse Zirkel zur eigenen Bereicherung mit Musik werben wie The Devoted Man, so ziehen doch einige Musiker aus dem Satanismus ihre musikalischen Ideen, insofern man von Musik dabei reden kann. Sie beeinflussen damit Jugendliche, so die finnische Band Impaled Nazarene, das wohl härteste im Black-Metal-Geschäft. Ich glaube, man kann es mit einem Wort ausdrücken, Begierde.
Genauer gesagt, sexuelle Begierde, aber auch Begierde nach Macht, denn dies ist ein Teil unserer sündhaften Natur. Erste. Im Computer? Aleister Crowley ist binär übertragen worden. Seine Rituale werden wieder vollzogen, rund um den Globus. Kann man den Virus nicht zurückverfolgen zum Z93? Nein, nein, nicht wie ich mit ihm arbeite. Mit einem externen Schlüssel. Wer sollte ihn öffnen wollen? Sexuelle Magie. Eins hat er klar erkannt, nämlich was uns Zugang zu unseren primitiven Gefühlen verschafft. Sex. You have to have Erst sex. Muss man mit dem hohen Priester Sex machen und damit eingeführt werden. Danach kommen dann alle anderen dran. Eines der größten Rituale, an denen ich teilgenommen habe, war ein Heiratsritual. Und das war, als ich und meine geistige Lebensgefährtin heiraten mussten. Es wurde verlangt, dass wir vor der Hochzeit mit dem Rest der Gruppe Sex hatten. Other group. So the female that was getting married to me would sleep with the guys and I'd sleep with the girls. Sie brachten einen lebendigen weißen Hahn herein, ein Symbol der Verneinung. Sie legten ihn auf den Altar, schnitten seine Kehle durch und ließen das Blut in eine der Schalen auf dem Altar laufen. Sie schnitten in meinen Arm. Sie rührten das Blut in der Schale mit diesem Messer. Ich musste meinen Finger in das Blut eintauchen und einen Vertrag unterzeichnen, dass ich dem Teufel für den Rest meines Lebens dienen werde. Der Hohepriester nahm das Opfermesser und schlitzte damit dem Baby den Hals auf. Er fing das Blut in einem Kelch auf. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch in Weiß gekleidet. Die ganze Zeremonie gehörte zu einem Opfermahl, das Opfer der Jungfrau in Weiß. Dann wurde mein ganzer Körper mit dem Blut des Babys beschmiert. Danach vergewaltigte mich der Hohepriester. Sind diese Gräueltaten Ausdruck krankhafter Fantasie oder werden tatsächlich Menschen geopfert, Kinder geschlachtet? Sind Menschen wirklich zu so etwas fähig? Ja, sie sind es. Aber es ist nicht immer, wie Sie sich das vorstellen, dass Sie auf einen Altar geschleppt werden, aufgeschlitzt oder verwundet werden. Manchmal werden die Opfer, wenn jemand von denen wütend wird, einfach in den Kopf geschossen, erstochen oder vergiftet. Es gibt satanische Gruppen, in denen Mütter aufgefordert werden, das eigene Kind dem Satan zu opfern. Es kann vorkommen, dass sie nur für diesen Zweck rituell geschwängert werden. Wenn das Kind dann geboren ist, wird es nie als geboren gemeldet und manchmal muss die Mutter ihr eigenes Kind töten. Tim wurde mit 7 Jahren zum ersten Mal Opfer des Satanismus durch seinen eigenen Vater. Von da ab wurde er viele Male missbraucht und schließlich wurde er vom Opfer zum Täter. Ein Satanist, der Kinder missbrauchte. Miss Robinson, können Sie sie erleuchten, Mr. Jones? Julius Caesar, Marcus Antonius Rede. Das Böse des Menschen tun lebt weiter. Was bedeutet? Ich würde sagen, man merkt sich eher die schlechten Seiten eines Menschen als die guten. Was heißt das im spirituellen Sinn? Missbrauchte Menschen, wie Kinder, die von Teufelsanbetern missbraucht wurden, können für immer gekennzeichnet sein, sodass das Böse in ihnen weiterlebt. Mein Name ist Bryce Taylor und ich bin eine 48 Jahre alte, gebürtige Kalifornierin. Meine Multiple-Persönlichkeit wurde, soweit ich mich erinnern kann, in 1986 erschaffen, alleine durch sexuellen und rituellen Missbrauch. Aber als ich anfing, mich zu erinnern und von meiner versteckten Vergangenheit zu erholen, habe ich festgestellt, dass der rituelle Missbrauch lediglich der traumabasierten Bewusstseinskontrolle diente, dass mein pädophiler Vater und andere einsetzten, um mich für die Teilnahme am Projekt Monarch vorzubereiten, der weißen Sklaverei-Operation des CIA. Mind-Control-Sexsklaven werden dadurch geschaffen, indem ein Kind von Geburt an eingebunden ist und ein Trauma induziert wird, was bei mir in der Form geschehen ist, indem ich sexuell missbraucht worden bin und im Anschluss satanisch missbraucht. Ich nahm an einem Prozess von satanischen Ritualen teil, was bedeutet, dass Blutrituale verrichtet wurden, bei denen ich dazu gezwungen wurde, zuzusehen, wie Tiere oder Menschen geopfert wurden. Wir wurden in den Keller verschleppt, was sich dann in einen Kinderporno verwandelte, in denen wir dann gefilmt wurden. I sold my soul to the devil, but the devil came back for more. Cause I signed a deal with the devil. I sold my soul to the devil, I'll never get it back.
Telema ist eine wirre Mischung aus vielen esoterisch-okkulten Bestandteilen, zusammen mit einer gewaltigen Portion Sex und Drogenkonsum. Man kann in gewisser Weise sagen, dass die Hippie-Bewegung, mit ihrem Slogan, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, die profane Umsetzung der Lehren Crowleys war. Besonders hervorzuheben sind die Einflüsse der Kabbala auf Crowleys Ansichten. Crowley ging zurück nach England, wo er 1947 rauschgiftsüchtig und geistig umnachtet starb. Crowley unter starkem Drogeneinfluss Gespräche mit Außerirdischen herbei halluzinierte. Hier sehen wir seine Zeichnung eines Außerirdischen, genannt Lem. Es ist der Ursprung des modernen Grey Aliens, das aus der UFO-Szene gar nicht wegzudenken ist. Der ganze Alien-Wahn, der mit dem Roswell-Crash 1947 begann, ist nach Meinung der Autoren nichts als dummer Hokuspokus, der den leichtgläubigen Massen vorgegaukelt wird. Aleister Crowley, der Satanist, der behauptet, er sei das Beast 666, wie ich eben erwähnte. Er behauptet, dass er Kontakt hätte zu einer Art von Aliens mit dem Namen Lam. Und dieses Lam, mit dem er in Kontakt trat und Botschaften empfing, hat er gezeichnet. Diese Zeichnung, die er gemalt hat, deckt sich extrem gut mit den üblichen Darstellungen der Grey Aliens. Heute nennen sie sie Engel oder Dämonen, morgen werden sie sie anders nennen. Aleister Crowley. Er hinterließ diverse Schriften, in denen er sich besonders mit Blutopfern beschäftigte. Blut bedeutet Leben und damit Energie. Für die höchste spirituelle Arbeit muss man dementsprechend das Opfer wählen, das die größte und reinste Kraft in sich birgt. Ein männliches Kind von vollkommener Unschuld und hoher Intelligenz ist das befriedigendste und geeignetste Opfer. Dies also ist Crowleys Credo. Tue, was du willst. Und Crowleys Gedankengut lebt weiter. Die höheren Geheimnisse, so wie zum Beispiel, wie man jemanden töten kann, mit nur einem Blick, wird das Evil Eye genannt. Der magische Name dafür ist Enhara. Auf einer Tonaufnahme, die 1921 gemacht wurde, können wir den britischen schwarzen Magier und Teilzeitagenten Aleister Crowley hören, wie er den gefallenen Dämonen Engel Azrael beschwört. Dienen werde. Proper parchment that I would serve the devil the rest of my life. Der Hohepriester nahm das Opfermesser und schlitzte damit dem Baby den Hals auf. Er fing das Blut in einem Kelch auf. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch in Weiß gekleidet. Die ganze Zeremonie gehörte zu einem Opfermahl, das Opfer der Jungfrau in Weiß. Dann wurde mein ganzer Körper mit dem Blut des Babys beschmiert. Danach vergewaltigte mich der Hohepriester. Sind diese Gräueltaten Ausdruck krankhafter Fantasie oder werden tatsächlich Menschen geopfert, Kinder geschlachtet? Sind Menschen wirklich zu so etwas fähig? Ja, sie sind es. Aber es ist nicht immer, wie Sie sich das vorstellen, dass Sie auf einen Altar geschleppt werden, aufgeschlitzt oder verwundet werden. Manchmal werden die Opfer, wenn jemand von denen wütend wird, einfach in den Kopf geschossen, erstochen oder vergiftet. Es gibt satanische Gruppen, in denen Mütter aufgefordert werden, das eigene Kind dem Satan zu opfern. Es kann vorkommen, dass sie nur für diesen Zweck rituell geschwängert werden. Wenn das Kind dann geboren ist, wird es nie als geboren gemeldet und manchmal muss die Mutter ihr eigenes Kind töten. Tim wurde mit 7 Jahren zum ersten Mal Opfer des Satanismus durch seinen eigenen Vater. Von da ab wurde er viele Male missbraucht und schließlich wurde er vom Opfer zum Täter. Ein Satanist, der Kinder missbrauchte. Miss Robinson, können Sie sie erleuchten?
Mr. Jones? Julius Caesar, Marcus Antonius Rede. Das Böse des Menschentun lebt weiter. Was bedeutet? Ich würde sagen, man merkt sich eher die schlechten Seiten eines Menschen als die guten. Was heißt das im spirituellen Sinn? Missbrauchte Menschen, wie Kinder, die von Teufelsanbetern missbraucht wurden, können für immer gekennzeichnet sein, sodass das Böse in ihnen weiterlebt. Mein Name ist Bryce Taylor und ich bin eine 48 Jahre alte, gebürtige Kalifornierin. Meine Multiple-Persönlichkeit wurde, soweit ich mich erinnern kann, in 1986 erschaffen, alleine durch sexuellen und rituellen Missbrauch. Aber als ich anfing, mich zu erinnern und von meiner versteckten Vergangenheit zu erholen, habe ich festgestellt, dass der rituelle Missbrauch lediglich der traumabasierten Bewusstseinskontrolle diente, dass mein pädophiler Vater und andere einsetzten, um mich für die Teilnahme am Projekt Monarch vorzubereiten, der weißen Sklaverei-Operation des CIA. Mind-Control-Sexsklaven werden dadurch geschaffen, indem ein Kind von Geburt an eingebunden ist und ein Trauma induziert wird, was bei mir extrem gut mit den üblichen Darstellungen der Grey Aliens. Heute nennen sie sie Engel oder Dämonen, morgen werden sie sie anders nennen. Alistair Crowley. Er hinterließ diverse Schriften, in denen er sich besonders mit Blutopfern beschäftigte. Blut bedeutet Leben und damit Energie. Für die höchste spirituelle Arbeit muss man dementsprechend das Opfer wählen, das die größte und reinste Kraft in sich birgt. Ein männliches Kind von vollkommener Unschuld und hoher Intelligenz ist das befriedigendste und geeignetste Opfer. Dies also ist Crowleys Credo. Tue, was du willst. Und Crowleys Gedankengut lebt weiter. Die höheren Geheimnisse, so wie zum Beispiel, wie man jemanden töten kann, mit nur einem Blick, wird das Evil Eye genannt. Der magische Name dafür ist Enhara. Auf einer Tonaufnahme, die 1921 gemacht wurde, können wir den britischen schwarzen Magier und Teilzeitagenten Alistair Crowley hören, wie er den gefallenen Dämonen Engel Azrael beschwört. Und wer war der mysteriöse Bruder H? Niemand anderes als der Gründer und Erfinder der neuen Kultreligion Scientology, Ron Hubbard. Der Ordo Templi Orientis hat seine Zentrale in New York in den USA. In Deutschland ist der OTO seit 1992 beim Registergericht in Aachen als eingetragen. Und den Freimaurern. Nach einer Ägyptenreise schrieb er sein berühmtes Buch des Gesetzes, welches das zentrale Werk seiner Lehre, genannt Thelema, wurde. Thelema ist eine wirre Mischung aus vielen esoterisch-okkulten Bestandteilen, zusammen mit einer gewaltigen Portion Sex und Drogenkonsum. Man kann in gewisser Weise sagen, dass die Hippie-Bewegung, mit ihrem Slogan, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, die profane Umsetzung der Lehren Crowleys war. Besonders hervorzuheben sind die Einflüsse der Kabbala auf Crowleys Ansichten. Crowley ging zurück nach England, wo er 1947 rauschgiftsüchtig und geistig umnachtet starb. Crowley unter starkem Drogeneinfluss Gespräche mit Außerirdischen herbei halluzinierte. Hier sehen wir seine Zeichnung eines Außerirdischen, genannt Lem.
Es ist der Ursprung des modernen Grey Aliens, das aus der UFO-Szene gar nicht wegzudenken ist. Der ganze Alien-Wahn, der mit dem Roswell-Crash 1947 begann, ist nach Meinung der Autoren nichts als dummer Hokuspokus, der den leichtgläubigen Massen vorgegaukelt wird. Aleister Crowley, der Satanist, der behauptet, er sei das Beast 666, wie ich eben erwähnte. Er behauptet, dass er Kontakt hätte zu einer Art von Aliens mit dem Namen Lamb. Und dieses Lamb, mit dem er in Kontakt trat und Botschaften empfing, hat er gezeichnet. Diese Zeichnung, die er gemalt hat, deckt sich extrem gut mit den üblichen Darstellungen der Grey Aliens. Heute nennen sie sie Engel oder Dämonen, morgen werden sie sie anders nennen. Aleister Crowley. Er hinterließ diverse Schriften, in denen er sich besonders mit Blutopfern beschäftigte. Blut bedeutet Leben und damit Energie. Für die höchste spirituelle Arbeit muss man dementsprechend das Opfer wählen, das die größte und reinste Kraft in sich birgt. Ein männliches Kind von vollkommener Unschuld und hoher Intelligenz ist das befriedigendste und geeignetste Opfer. Dies also ist Crowleys Credo. Tue, was du willst. Und Crowleys Gedankengut lebt weiter. Die höheren Geheimnisse, so wie zum Beispiel, wie man jemanden töten kann, mit nur einem Blick, wird das Evil Eye genannt. Der magische Name dafür ist Enhara. Auf einer Tonaufnahme, die 1921 gemacht wurde, können wir den britischen schwarzen Magier und Teilzeitagenten Aleister Crowley hören, wie er den gefallenen Dämonenengel Azrael beschwört.